Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 2 mit mir, dem Jan. Und jetzt werde ich hier diesen Hebel wieder betätigen. Warte, ich habe nur eine bestellt. Ja, leck mich doch. Ja, natürlich. Warum springt er da nicht hoch? Die Kamera ist auch schon wieder sowas von beschissen hier. Falsch. Anstatt ihr da hin und her springt. Boah, habe ich das so eben geschafft, weißt du? Unsere geplante Reise fand nie statt. Als wir nach Revana zurückkehrten, um seinen letzten Besitztümer zu holen, starb Dante. Betroffen vom Tod meines Mentors wollte ich meinem Vater und Messer Polo die traurige Nachricht überbringen. Aber bevor ich etwas sagen konnte, wurde ich ins Arbeitszimmer gezerrt und mein Vater kreidebleich verschloss die Tür hinter mir. Schockiert vernahm ich schweigend seine Worte. Dante wollte den Kodex nach Spanien bringen, wo er sich gewesen wäre. Wo er sicher gewesen wäre, natürlich. Aber er wurde beobachtet. Der Feind, der Assassine, der Orden der Templarritter existiert immer noch. Ich erinnere mich an die Geschichte über die Templer, die er mir erzählt hatte. Und mir wurde alles klar. Dante war ermordet worden. Die Templer wussten vom Kodex und sie wussten vom Ziel. Zitierend befahl mir mein Vater, den Kodex zu nehmen und sofort mit Frau und Kindern nach Spanien aufzubrechen. Als Messer Polo mich zur Tür bat, gab er mir ein Stück Papier mit einer Nummer drauf. Mit dieser Nummer konnte ich in seinem Namen mehrere Dukaten abheben. Als ich je zuvor in allen Banken Italien zusammen gesehen hatte.
Ey, wie viele Rätsel sind. Wie viel Tempo muss ich denn noch hier machen? Du Scheiße. Hä? Wie soll ich denn da rüberkommen? So. Jetzt bin ich den ganzen Weg wieder zurück. Mann, spring doch! Wir setzten noch in derselben Nacht die Segel. Das Schiff voller Ware für die Märkte Barcelonas. Zunächst lief alles gut, dann gingen wir, um einen Sturm auszuweichen, im Hafen von Otanto vor Anker. Die Piraten kamen im Schutze der Nacht. Ich bemerkte sie nicht, bis sie mein Schiff enterten. Ich verstehe. Ich versteckte mich mit meiner Familie im Laderaum und holte den Kodex hervor. Ich ließ den alten Ledereinband durch die Finger gleiten und dann zerriss ich ihn. Die Seiten rieselten leise zu Boden. Ich verteilte sie auf die Kisten und Truhen, die ich zum Markt bringen wollte. Die Männer, die uns fanden, waren betrunken. Ich konnte es riechen. Als sie nach dem Kodex fragten, wusste ich, wer sie geschickt hatte. Ich hielt meinen Zorn zurück und sagte, ich hätte ihn über Bord geworfen. Sie lachten. Zwei hielten mich fest und grinsten dabei immer noch, während die anderen meiner Frau die Kleider vom Leib rissen. Sie fiel zu Gnade, bis ihre Stimme zu verließ. Als sie mit ihr fertig waren, warfen sie sie einfach ins Meer. Sie nahmen meine Ladung, versenkten mein Schiff und sie ließen mich an einem Stück Reling geklemmert im Meer zurück. Ich schaffte es mit meinem Sohn am Land,
Am nächsten Morgen spülte die Flut die Leiche meiner Frau an Land. Ich dachte, ich bin fertig langsam. Ich hätte das alles wieder hier öffnen können. Super. Ich hätte ein Dufree 100% dafür bekommen. Ach du Scheiße. Ich habe eine Idee. Wer weiß, ob ich eine Trophäe dafür bekomme. Ich gehe zurück und hole die ganz und mache das alles auf. Sofern das geht. Ich hoffe jetzt, dass das alles aufbleibt. Warum springt er denn jetzt nicht da hoch? Hä? Ich habe die See nie wieder gesehen. Ich schaffe es irgendwie bis nach Florenz und miete ein kleines Zimmer und ging zur Bank. Ich erinnerte mich noch an Polos Kontonummer mit der enormen Summe, die mir nun zur Verfügung stand. Reiste ich verkleidet nach Venedig, um meinen Vater zu sehen. Am nächsten Tag kehrte ich nach Florenz zurück. Mein Vater und Messer Polo waren beide tot. Von diesem Moment an sammelte ich Abhandlungen über die Architektur, studierte die Klassiker und nahm Gesangsstunden. Ich nahm
den Namen Aditore an und gab mich als Edelmann am Hofe von Florenz aus, akzeptiert als einer der ihn nahm ich die Pflicht des Adels an und baute diese Villa für meinen Sohn und mich. Und dann jagte ich sie. Ich brachte meinen Sohn bei zu kämpfen, den Kodex zu suchen und Templer umzubringen. Gemeinsam wollten wir die Ehre meiner Frau wiederherstellen und dem Tod meines Vaters Rache rächen. Schuld, die niemals begleicht werden konnte. An den Auditore, der dies liest, vergiss nicht, dass du kein Alliger bist. Du bist keiner der dieser Betrüger. Du bist ein Mann des Volkes. Räche uns. So, super. Habe ich jetzt alles gelesen, ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.